Catch Mice oder verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Modern Warfare Beta ist vorbei und da dachte ich mir so, fuck, was soll ich für ein Spiel spielen? Das denke ich jetzt bis jetzt. Ich habe gerade 3 Stunden Man of Medan aufgenommen und ich weiß jetzt nicht, was ich aufnehmen soll für den Sonntag. Ne? Dann hatte ich halt Call of Duty im Hintergrund, Black Ops 3, weil ich kann Black Ops 4 nicht mehr spielen, Leute, ich kann es nicht mehr. Die Spitze, ach, das kann's, reden wir lieber nicht darüber. Ja, ich würde mal sagen, Call of Duty Black Ops 3, ich habe Bock auf Frei für alle, let's go. Ich habe jetzt schon Bock auf die ganzen Schwitzer. Okay, ich höre schon Shotgun-Spieler. Geil, Mann. 0 zu 20. Geil, Mann. Also. Dieses Aim, Mann. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Ich gebe zwar mein Bestes, aber... Nee. Das ist schon sehr, sehr... Das ist halt schon sehr, sehr weit. Vielleicht mache ich jetzt noch... 10... Mit 15 Kills bin ich zufrieden, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt gleich 15 Kills oder so habe, bin ich zufrieden. Dann warten wir auf die nächste Lobby, weil die sind crap, die Spieler. Easy. Da kommt noch einer. Let's go. Okay. Die Lobby ist richtig einfach. Let's go, Alter. 13, kurz habe ich geschaut, 13, 1. Okay. Wenn ich fertig bin, wird nicht genug übrig sein für deine Beerdigung. Ich habe die Sprüche schon immer gehasst in Black Ops 3. Ich hab sie gehasst. Okay, let's go. VMP. 10. Oh, ich kenne die Spawns hier nicht so gut. Ich weiß, dass da hinten einer spawnen kann, aber bei der... Doch, da hinten spawnt einer. Aber links auch. Uch, das wird jetzt schlimm. Da ist auch einer spawnen. Jojojo, das war's ja mal komplett. Let's go. Von da springt mich einer an. Doch nicht. Erledigt. Mein Aim ist zwar noch nicht da, aber dafür sind die Gegner komplett crap. Also mein Aim kann halt auf jeden Fall mithalten. Das klingt zwar doof, aber ich finde irgendwie die Map viel zu groß. Wenn nicht so viele Spieler am Start sind. Dafür habe ich den Rule mitgenommen. Er macht keine Kills, aber passiv ist er strong as fuck. Deswegen denkt er, Leute. Cola Plug holt mich mit der Shotgun. Geil, Mann. Olympia. Er spielt eine DLC-Waffe in dem 2015 Call of Duty. Fuck. Das war's für Sie. Wo sind bitte die Gegner hin, Mann? So, let's go. Jetzt können wir wieder einen Boost-Jump machen. Wir jumpen bis zum Spawn, fliegen hier hoch, machen Ramba. Oh Mann, komm. Dreh dich um. Ey, Junge, dieser Jesus Bait, der fuckt mich grad so ab. Olympia. Cola Plug, die tut mich wieder Olympia. Let's go. Let's go. Nein, nein. Er fliegt hoch. Links ist einer von mir. Links. Ich zeig euch mal, was wirklich eine geile Waffe ist. Das ist eine geile Waffe. Dreierbürst in die Fresse. Seht ihr? Wenn man das Aim hat, läuft's. Wo ist die Sensei? Dort. Ja, okay, der wusste, dass ich komme. Halt, Small, wahrscheinlich der Zap. Okay, jetzt muss ich schnell machen. Spaß beiseite, jetzt muss ich wirklich alles zerstören. Okay, komm. Schluss mit lustig. Jetzt muss es Rambazamba geben. Tell the truth, the
hate this life. They be telling me what I gotta do all the time. Like I gotta do this and I gotta do that. But what I get back, nothing back. That's right, more work and less free time. Telling me to do another paper, telling me to stay later. Telling me like a dictator. But it's all good, I know it helps. One day living up by myself, I'ma thank the world, I'ma thank the people trying to make me better than a prequel. Like I wanted more, but I could have had. Schnell, irgendeine andere Klasse, schnell, schnell, VP, schnell, schnell, schnell. Nein, er hat einen Kill. Drei Kills muss ich machen. Komm schon. Pure Aggression sorgt jedes Mal für den Sieg. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Das war doch ein geiles Spiel. Und das war jetzt Black Ops 3, kommt jetzt nur zur Überbrückung. Auf jeden Fall, nächstes Mal kommt, denke ich mal, COD Mobile. Und dann nur noch Modern Warfare, wenn es halt rauskommt. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Instagram vorbei, bei Twitter. Auf jeden Fall, wir beide sehen uns im nächsten Video. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.